Transhumanismus, KI, der letzte Kampf der Menschheit, Fragezeichen. Die Monde Physik, Digital et Biologie. Die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie. Von einem anderen Planeten hergekommen sind, sich mit uns gemischt haben oder an unseren Genen rumgedoktert haben, so, ne? Jetzt stell dir mal vor, dass diese Jungs innen immer noch unter uns sind. Jetzt geht's richtig los, Digga. Jetzt haben wir eine Technologie, mit der wir die Menschen 24 Stunden am Tag überwachen können. Humans are now hackable animals. You can hack them. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich liebe euch. Willkommen zu einem weiteren Video. Wir ziehen uns jetzt ein Video rein von 9 Minuten Wechsel die Perspektive, Teil 2, Transhumanismus, KI, der letzte Kampf der Menschheit, Fragezeichen. Miese Schwurbelei, meine lieben Freunde, Aluhüte werden, glaube ich, definitiv gebraucht für dieses Video. Ich mag die Videos von 9 Minuten, weil ich auch vor allen Dingen seine Stimme feiere, deswegen freue ich mich gerade auf die Reaction. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal natürlich auch und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los! One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need to take. Du Maniac, du. Klaus der Kelp. Responsibility at every level of society, from the individual and the personal. Abstauber HD 103. To adapt to these technological challenges and changes. Don't ever play yourself. Abstauber HD 123 tippt 5 Euro. What it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Das passiert doch jetzt schon. Mit diesen Chips. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe. Ich werde das niemals mitmachen, Freunde, niemals. Niemals werde ich mir einen Chip einpflanzen. Ist mir egal, wie weit ich dann hinten dran hänge oder nicht mehr teilnehmen kann oder irgendwie vielleicht nicht so intelligent bin oder was auch immer, meine lieben Freunde. Ich werde mir niemals einen Chip implantieren lassen. Niemals. Weil dann bist du komplett gefickt. Dann hast du gar keine Kontrolle und Macht mehr über dich selber. So, die werden uns das so verkaufen, als ob das safe ist, aber es wird nicht safe sein. Le monde digital. Genauso wie sie uns verkauft haben, dass die Impfung safe ist und die nicht safe war. Nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Physik, digital et biologie. Nein, Bruder. Nein. Nach dem letzten Video zu den Hintergründen. Das Krasse ist ja, weißt du, wenn du jetzt mal tief in die Schwurbelei reingehst, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, was wir natürlich hier gerne auf dem Kanal tun, kein Gewehr natürlich für die Informationen, das sind reine Verschwörungstheorien, wenn ich das so sagen darf, aber viele Leute sagen ja auch, dass die jetzt quasi auch dieses Gender-Thema so krass pushen, ne? Dieses Fluid-Sein und dieses so, du kannst dich identifizieren, wie du willst und biologisches Geschlecht hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, mit dem du dich identifizierst. Dass das die Vorbereitung quasi darauf ist, dass wir irgendwann Roboter sind, weißt du? Und irgendwann nicht mal mehr wissen, was für ein Geschlecht wir haben, dann ist es nämlich einfacher, Roboter aus uns zu machen. So, wenn du nicht mal mehr weißt, was du bist, biologisch gesehen. Ja, Biologie ist eh nur, wir machen soziale Konzepte und so, deswegen scheiß mal auf Biologie. Gene können wir uns nun darauf aufbauen, dem aktuellen Thema Transhumanismus widmen. Die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie. Seit geraumer Zeit ist auch offenkundig von der vierten industriellen Revolution die Rede. Das Bruder, ich liebe deine Sprache, dass du Bescheid weißt. Deine Stimme meine ich. Ist so nice. Legende Konzept besteht darin, alle physischen, digitalen und biologischen Systeme künftig über ein globales Quantennetzwerk miteinander zu verbinden. Einschließlich das menschliche Bewusstsein. Das sogenannte Internet der Dinge. Doch wenn wir uns vorab diese sozialgesellschaftliche Utopie und die Entwicklungsgeschichte der menschlichen Zivilisation bis dato mal vor Augen führen, birgt Darwins Evolutionstheorie, die von den Bildungseinrichtungen irrerweise immer noch gelehrt wird, sehr viele Ungereimtheiten, die ebenso viele Fragen aufwerfen. Facts.
Die Naturwissenschaften sind sich mittlerweile insgeheim einig, dass die Evolution ein viel langsamerer biologischer Prozess ist, wenn sie naturbedingt ist. Und es ist wahrlich illusionär anzunehmen, dass der Affe sich innerhalb von wenigen Millionen Jahren zum modernen Menschen entwickelt hat. So. Auch wenn der Zeitraum für uns immens erscheint. Könnte es nicht sein, dass die Forschungsbestrebung des Menschen zu Genmodifikation im 21. Jahrhundert möglicherweise Aufschluss gibt über die eigene Entstehungsgeschichte des Homo sapiens? Geil, Digga. Wir sind drin, Freunde. Sehr interessant, sehr gut gesagt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen bis jetzt. Die kognitive Revolution, die den Homo sapiens von einem unbedeutenden Affen in den Herrn der Welt verwandelte, erforderte keine körperlichen Umbau und keine Vergrößerung des Gehirns. Vielleicht ließe sich mit einer weiteren kleinen Veränderung eine zweite kognitive Revolution anstoßen und eine neue Form des Bewusstseins erzeugen, die den Homo sapiens in ein völlig neues Wesen verwandelt. Yuval Harari, der Maniak. Bruderherz. Crazy. Vielleicht. Yo, jetzt gehen wir mal mies in die Theorien rein, ne? Guck mal. Es gibt ja Menschen, die sagen, dass wir Menschen entstanden sind, weil wir erweitert wurden von Lebewesen außerhalb der Erde. Es gab ja so einen heftigen Sprung, dass wir auf einmal so krass weiterentwickelte Menschen geworden sind. So. Und es gibt Theorien und Leute, die sagen, dass das deswegen ist, weil Spezies von einem anderen Planeten hergekommen sind, sich mit uns gemischt haben oder an unseren Genen rumgedoktert haben, so, ne? Jetzt stell dir mal vor, dass diese Jungs innen immer noch unter uns sind. Jetzt geht's richtig los, Digga. Und stell dir vor, dass diese ganzen Klaus Schwabs und Yuval Hararis und so vielleicht diese Jungs innen sind. Oder, zweite Theorie, Aluhut knistert, ja, ich weiß. Zweite Theorie, was ist, wenn diese Yuval Hararis und so das gecheckt haben und das gesehen haben und versuchen das jetzt zu imitieren quasi, so wie der es hier sagt gerade, eine kleine Veränderung, eine zweite kognitive Revolution anstoßen. Vielleicht sind die Jungs innen, die das gecheckt haben in unseren Genen und gesehen haben, weil die Wissenschaft hat das schon mittlerweile mitbekommen, aber wir kriegen ja auch nicht alles präsentiert, was die Wissenschaft schon so alles erforscht hat, so weißt du, und vielleicht haben die das gesehen und wollen das jetzt auf ein nächstes Level treiben und das nochmal mit uns machen, so. Wer weiß, Digga, Schwurbel über Schwurbel hier gerade. Wie dem auch sei, bei näherer Betrachtung der gegenwärtigen Gesellschaft und des Weltgeschehens sind gewisse soziale Entwicklungen, Dynamiken und Wirkmechanismen an der Oberfläche ersichtlich, die in ihrer Kausalfolge bis zu einem gewissen Grad zurückverfolgt werden können. Die Psychologie des Menschen steht stets im Vordergrund des Forschungsinteresses derer, die längst erkannt haben, dass die Lebenswirklichkeit des Menschen in einem geistigen Gefängnis von Konditionierung sich selbst der Wille zur Freiheit dem unterordnet und gefangen nehmen lässt. Der Mensch ein Sklave seiner selbst. In diesem Zuge empfiehlt es sich auch bei... Digga, diese ganzen Bilder eben, ne, mit fucking Maske und LGBTQ und... Bro, ist schon krank, ne? Schon echt krank, der bringt es gut auf den Punkt gerade. Beispielsweise mit dem Social Engineering. Der Bruder haut raus ohne Ende, ne? Line after line, bro. So wie den operanten Konditionierungstechniken des Harvard-Psychologen Barris Frederick Skinner auseinanderzusetzen. Oder im Allgemeinen mit den Sozialforschungen aus amerikanischen Denkfabriken wie dem Tavistock-Institut oder aber auch der Frankfurter Denkschule. Selbstverständlich ist in der Politik nichts im Zufall überlassen und werden sozialgesellschaftliche Entwicklungen, potenzielle Bedrohungen und Auswirkungen stets beobachtet und analysiert. Oder gar in dem gesellschaftlichen Wandel aktiv Hand angelegt. Orchestriert quasi. Rainer Mausfeld, Digga, Grüße gehen raus. Cousin, guter Mann, haben wir uns auch schon was reingezogen. Wir mal im Sinne der Erhaltung der Demokratie. Es ist nicht so... Demokratie. Die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Eines sollten wir uns jedoch vorab immer in Erinnerung behalten. Erst durch Chaos kann Ordnung entstehen. Soziologisch betrachtet konnte der neoliberalistische bzw. globalistische Gedanke erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Trümmern des Nationalsozialismus gesellschaftlich wirklich Fuß fassen. Das können wir auch als Teil eines dialektischen Wild. Prozesses betrachten. So können wir auch
vielleicht bewusst herbeigeführt? Fuck, Alter. Der Bruder packt richtig aus heute, wa? Zudem global eine gravierende Verblassung der individuellen Kulturelemente und nationalen Identitäten beobachten, die teils in der Digitalisierung, aber auch in dem demografischen Wandel und der Flüchtlingspolitik der letzten Jahrzehnte zugrunde liegen. Ich erinnere hierbei an Willy Wimmer, der als Teilnehmer an der NATO-Übung Wintex offenkundig bestätigte, dass vor jeder konventionellen oder nuklearen Bedrohung die daraus resultierenden Flüchtlingsströme kalkuliert und geplant werden. So. Das merkst du doch auch. Destabilisierung Nahe Osten. Auf einmal haben wir ganz viele Leute aus dem Nahen Osten in unserem Land. Und ich frage mich so, diese ganzen Leute, die so AfD-Hype machen und so Anti-Islam-Propaganda und Flüchtlinge und dass die sich das nicht mal fragen, weißt du? Dass die sich nicht mal fragen, ey, warum kommen die überhaupt so viel hierher? Dass die nicht einmal kurz in die Recherche reingehen und sich mal fragen, sich einfach mal nur hinsetzen. Also immer nur auf das Problem, ja, die sind jetzt das Problem, wir müssen die bekämpfen. Keiner ist mehr richtig interessiert am Ursprung des Problems, Bro. Egal bei welcher Sache. Ob das Ukraine-Russland ist, ob das fucking Israel-Palästina ist, ob das, weiß ich nicht, egal welche Probleme wir haben in unserer Welt, so kein interessiert es mehr wirklich, was der Ursprung ist von diesem Problem. Das ist crazy. Krieg. Achso, bei dieser NATO-Übung. Dieser NATO-Übung und vor... ...die daraus resultierenden Flüchtlingsströme kalkuliert und geplant was werden. Jetzt? Krieg. Achso, bei der NATO-Übung. Dieser NATO-Übung und vor jedem konventionellen oder nuklearen Konflikt werden die Flüchtlingsströme geplant. Wenn wir haben... Die sagen das euch sogar, Bro. CDU, hier, Willy Wilmer. Der sagt zu dir, ey, bevor wir Afghanistan zerbomben, planen wir erstmal die Flüchtlingsströme so. Gucken wir mal, wann und wie und wo die Jungs innen dann hingehen so. Zwischen Afghanistan und Mali mit einem Gürtel von Staaten zu tun, die von den Amerikanern flachgelegt worden sind und weiter flachgelegt werden. Und diejenigen, die das planen, planen die Flüchtlingsströme auch. Sie können ja überhaupt sich militärisch nicht bewegen, wenn sie nicht die Flüchtlingsströme im Griff haben. Herzlichen Dank. Dicker Alter. Des Weiteren können wir vor allem seit den 1960er und 70er Jahren einen epochalen Umbruch bei der katholischen Kirche feststellen. Eine Vielzahl von Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind und sich den ethischen und moralischen Normvorstellungen des Christentums abgewendet und sich staatlichen und wissenschaftlichen Institutionen zugewendet haben. Mhm. Es hat sozusagen eine gewisse soziale Umkanalisierung stattgefunden. Weg vom Glauben hin zu einer atheistisch-materialistischen Weltanschauung geprägt. Genau so ist es, Bro. Die moderne Wissenschaft als neuer Gott oder auch Ziehvater. Wobei ich auch ein sehr krasser Kritiker bin von der katholischen Kirche, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber der Glaube an sich, der Glaube an Gott ist verloren gegangen und das merkst du, spürst du auf sehr vielen Ebenen. Guck mal, da hat eine getwittert, Jesus hätte sich impfen lassen. Jesus lässt sich nicht auf die Seite der Impfgegner ziehen. katholisch.de. Digga. Genderwahn. Katholische Kita wollte Geschenke zum Mutter- und Vatertag verbieten. Guck mal, diese Berichte, Digga. Jesus hätte Oma nicht besucht. Gebt euch das mal. So wurden unter anderem die traditionellen Familienstrukturen anvisiert und systematische... Jesus hätte alles gemacht, aber sich nicht impfen lassen und diese scheiß Propaganda gefressen, die ihr verbreitet habt, Jungs. So. ...wenige Jahrzehnte von innen destabilisiert oder gar zerstört. Die tradierten Geschlechterrollen wurden in den frühen 70er Jahren durch orchestrierte feministische Bewegungen, wie den Verfechtern der Frauenbewegung, der sexuellen Revolution und der freien Liebe erstmals proklamiert und in Frage gestellt. Digga, das Video ist wild, sag ich dir ehrlich. Ein altbekanntes Sprichwort lautet, folge der Spur des Geldes und du... Die Rockefeller Foundation förderte und finanzierte federführend die sexuelle Revolution und dessen Begründer Alfred Kinsey. Mhm.
Wir können stark davon ausgehen, dass das Ziel nicht wahrlich die Gleichstellung der Geschlechter, die Selbstverwirklichung der Frau oder die Beseitigung sozialer Ungerechtigkeiten gewesen sein dürfte. Sondern die Destabilisierung der Familien. Es könnte sich womöglich gesellschaftlich auch anderweitig ausgewirkt haben, wenn wir uns dabei die Scheidungs- sowie die Geburtenrate seither zur Seite ziehen. Ja. Sei angemerkt, dass die ausschlaggebenden Faktoren hierfür noch vielschichtiger sind. Die psychologische Umerziehung und Werteverschiebung durch das Fernsehen sowie der gesellschaftliche... Beide Elternteile aus der Familie rausholen, zum Arbeiten schicken, Kinder in diesen Kindergärten und Kitas und Schulen groß werden lassen, schön indoktrinieren mit dieser Gender-Thematik, Geschlechter auslöschen und so. Das ist voll krass, ne? Wenn man das große ganze Bild mal sieht, dann hinterfragt man einiges und da gehört Mut dazu. Und ich appelliere an alle Frauen, die sich natürlich in dem Moment dann sagen, so wie es bei mir mit Black Lives Matter gewesen ist, da steckt auch eine Agenda dahinter. Steckt da auch eine Agenda dahinter. Wenn man selbst betroffen ist, dann fällt es einem nicht so einfach, die Vogelperspektive anzunehmen. Aber ich appelliere an alle Frauen, dass die einfach mal ihr eigenes Leben, also dass sie mal ihre Betroffenheit aus diesem Thema rausnehmen, Vogelperspektive annehmen und mal gucken, wie es gerade aktuell läuft so. Und was der Ursprung dafür ist so. Weißt du, wie ich meine? Die verkaufen uns das nur als eine positive Sache, aber haben das ganz schnell als was Negatives genutzt so. Und das kannst du nur sehen, wenn du die Vogelperspektive annimmst und mal dein persönliches Leben oder wie du fühlst, da mal rausnimmst, so. Weißt du? Einfluss der Film-, Musik- und auch der Pornoindustrie führten zu einer gezielten Demoralisierung und Verrohung einer ohnehin getriebenen Gesellschaft. Konsumwahn, Götzenanbetung, falsche Vorbilder, die sogenannten Stars, die Welt der Schönen und Reichen. Selbstverständlich sind Kinder empfänglich für äußere Einflüsse und Vorbilder, vor allem aus zerrütteten Familienverhältnissen. Die notwendige Priorität der modernen Sexualaufklärung gilt es... Facts über Facts, Digga, voll krass. Tschüss, genau das Thema für mich hier. Ey, Gino, Digga, das Video ist wild. Frühzeitige und ideologische Beeinflussung der Kinder und Jugendlichen über die Medien zu erreichen. Und offenbar eine... sexuelle Desorientierung herbeizuzwingen. So kommt es auch beispielsweise nicht von ungefähr, warum die LGBTQ-Kampagne sich die Regenbogenfarben als Sinnbild für die sexuelle Vielfalt zu eigen gemacht hat. Dazu empfiehlt es sich, mit der Farbpsychologie auseinanderzusetzen, und besonders Kinder für bunte Farben äußerst empfänglich sind. Ist dir beispielsweise aufgefallen, dass zu dem von der WHO ausgerufenen Corona-Pandemie darauf folgen die Debatten und das regelrechte Framing über nicht-binäre Geschlechteridentitäten und dem Gender-Wahn medial immer präsenter wurden? Ja. Aus der Kognitionspsychologie sind es zwei wichtige Punkte: Schockszenario, Trauma und schließlich der Anker-Effekt beziehungsweise die Neukonditionierung. Boah, Digga, Alter, ich bin voll excited gerade, Digga, das Video ist krass, Alter. Ey, yo. Nun gut, ich möchte dich nicht weiter mit pseudosoziologischen Analysen langweilen. Du langweilst hier niemanden gerade, ich bin drin. Kommen wir nun zum Kernthema. Und in diesem System ist der Mensch die Schwachstelle. Da liegt es nahe, den Menschen selbst durch Technik zu verbessern. Die Technik ist immer näher an unseren Körper herangerückt. Unsere Computer wurden zum Laptop. Der Laptop wurde zum Smartphone. Und das Smartphone wird gerade zur Datenbrille. Wir haben Technik nicht mehr dabei. Wir ziehen sie an. Die Grenze zwischen Mensch und Technik verschwimmt. Macht es einen Unterschied, ob wir durch eine Datenbrille blicken? Oder ob die Elektronik in unseren Kopf eingebaut wird? Ich denke, dass die heutige Technologie es ermöglicht, weitaus mehr totalitäre Regime zu schaffen als alles, was wir in der Menschheitsgeschichte bisher gesehen haben. Noch extremer als George Orwell es sich vorstellte. Orwell zeichnet das Bild eines totalitären Regimes, das einen ständig überwacht, aber nur in der Außenwelt. Was man tut, wohin man geht, wen man trifft, was man sagt. Jetzt haben wir eine Technologie, mit der wir die Menschen 24 Stunden am Tag überwachen können. Und zwar innerlich überwachen, wenn du so einen Chip in deinem Gehirn drin hast. So. Hat der Orwell nicht auch... Es gab auf jeden Fall mal ein Buch oder irgendjemand hat darüber geschrieben, dass irgendwann auch deine Gedanken überwacht werden. Und wenn du eine gewisse Sache denkst, dann quasi, ja,
das schon überwacht werden kann. Der Typ hat beim WEF gesprochen. Ich weiß, es ist Yuval Harari, Klaus Schwabs rechte Hand. Ich kenne den sehr, sehr gut. Ganze Bevölkerung, aber auch das, was in ihren Körpern passiert, mit biometrischen Sensoren und mit der Kombination aus künstlicher Intelligenz und Biotechnologie. Es gibt bereits Schulen, zum Beispiel in China, in denen die Schüler biometrische Armbänder tragen. Sie sagen, zu Bildungszwecken. Der Lehrer weiß, wann du schläfst, ob du dich langweilst, ob du Schwierigkeiten hast. Boah, Digga. Gleiche Technologie kann für politische Zwecke eingesetzt werden. Was wir im 20. Jahrhundert mit Stalin, Hitler oder Mao gesehen haben, ist nichts im Vergleich zu den totalitären Regimen, die heute dabei sind, sich zu etablieren. Und du fühlst das und trägst dazu bei, Majutster. Ich finde es so krass, dass der framet sich immer selber so als jemand, der einfach nur berichtet. Aber du merkst richtig, wenn du dir genug Interviews von dem reinziehst, dass der das möchte richtig und fühlt so. Are already starting to be built today. And again, I think that the biggest question, maybe in economics and politics of the coming decades, will be what to do with all these useless people. Guck, allein, dass er so einen Satz sagt, Digga. Bro. And again, I think that the biggest question, maybe in economics and politics of the coming decades, will be what to do with all these useless people. Useless people. Das sind wir für die. The problem is more boredom and how, what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. I like that. When they are basically meaningless, worthless, bro. Wie kannst du sowas sagen? Jeder Mensch, der eine Seele hat oder jedes Lebewesen generell, die Natur, jede Pflanze, jeder Baum hat einen Wert von Gott gegeben. Du glaubst nicht an Gott, ich weiß. Aber das ist halt das, was wir brauchen heutzutage in unserer Welt, wenn die uns sowas gerade eintrichtern wollen. Weißt du? Wenn die uns sowas gerade eintrichtern wollen. Wir müssen akzeptieren und wir müssen alle mal wieder verstehen, dass wir alle Wert haben. Unabhängig davon, was wir tun oder nicht. Oder unabhängig auch davon, ob irgendwelche Roboter unseren Job übernehmen könnten oder nicht so. Wir sind Seelen. Wir sind aus einem Grund hier. Und wir sind alle wert. Du auch, der gerade zuschaut. Ich liebe dich. My best guess at present is a combination of drugs and computer games. Das ist seine Lösung. Die Drogen und Computerspiele. Die Population liegt aktuell bei rund 8 Milliarden Menschen und mit der stetig ansteigenden internationalen Verflechtung wird die Welt immer komplexer und unübersichtlicher. Durch die Digitalisierung sind wir heute stets vernetzt mit jedem beliebigen Menschen an jedem beliebigen Ort auf diesem Planeten. Ja. Doch sind wir gleichzeitig auch einer hohen Informationsdichte und einer Reizüberflutung ausgesetzt. Krass, ne? Wir sind alle miteinander vernetzt, aber Menschlichkeit wird immer weniger. Digitale Medienkonsum des Bürgers hat sich mittlerweile vor allem durch das Smartphone und im Internet verfünffacht im Vergleich zu vor 60 Jahren und liegt im Durchschnitt bei rund 11 Stunden pro Tag. Hast du eigentlich auch manchmal das Gefühl, als ob dein Smartphone deine Gedanken lesen kann? Oder du bekommst Werbung für etwas, worüber du kurz zuvor gesprochen hast? Ja. Mit Cross-Device-Tracking werden mittels Ultraschallwellen nicht nur der Sound von eingeschalteten Elektrogeräten aus deinem Umfeld überwacht, sondern auch die Nutzerdaten geräteübergreifend ausgespäht. Es ist womöglich auch jetzt gerade auf deinem Smartphone aktiv. Des weiteren Bewegungssensor. Das mit dem Gedankenlesen ist so krass. Ja, also wie oft haben wir das schon erlebt, ne? Ich habe das auch schon öfter erlebt. Redest du von irgendwas und dann kriegst du Werbung angezeigt. Da haben wir uns auch schon einige Videos von reingezogen. Schock von mir selbst. Tagesdurchschnitt sind 8 Stunden. Boah. Ali. 8 Stunden ist wild, ja. Auf deine Smartphone-Kamera und Mikrofon kann jederzeit zugegriffen werden, ohne dass du es bemerkst. Per Augenscan. Ich habe sogar gehört, dass wenn du Face ID aktiviert hast, dann schießt das Foto automatisch jetzt gerade auch von mir alle paar Minuten ein Foto. Kann dein Wahrnehmungsverhalten bzw. deine Reizreaktion beim Surfen genauestens erfasst werden. Übrigens liegen faktisch deine biometrischen Daten selbst App-Unternehmen vor. Bro, was war das denn? Hast du gesehen? Übrigens liegen faktisch deine biometrischen Daten. Guck mal, mit Schminke, ohne Schminke. Trischen Daten, selbst App. Guck mal jetzt, Bro. Das ist mit Schminke, Bruderherz. Unternehmen vor.
Eieieiei. Nicht nur reden, nur alleine dran denken. Nein, Melissa, das ist Verschwörungstheorie. Das ist ein komplett anderer Mensch. An dem Tag, an dem du das Internet erstmals betreten hast, bis zum heutigen Tag, existiert eine digitale Akte von dir mit allen erdenklichen persönlichen Informationen über dich. Digital Profiling, welches Auto du fährst, deine Vorlieben, Interessen, sexuellen Neigungen. Ja, Filter, darfst du gerne mal in die AGBs deiner App durchlesen. Was denn? Was denn? Ich habe auch oft das Gefühl, dass ich an etwas denke und Handy weiß es. Nein, manchmal denke ich an irgendwas und krieg davon Werbung oder TikTok-Videos. Nein, ey, Jungs, Mädels, ich weiß, übertreibt nicht, ja? Jetzt schießt ihr ein bisschen den Vogel ab gerade. Weißt du, wie man es nennt? Paranoia. Bleib cool, Melissa. Bleibt entspannt, Jungs. Mädels. Nun in der... Dass du die biometrischen Daten den Firmen zur Verfügung stellst. Ja, ja. Ich glaube auch bei meinem DNA-Test, den ich gemacht habe, um zu schauen, was für eine Nationalität ich habe, habe ich diese Daten auch automatisch der Firma zur Verfügung gestellt. Und die Firma, wo ich meinen DNA-Test gemacht habe, hat auch diese Daten verkauft. Das war so ein kleiner Skandal auch sogar. In der Informatikbranche gibt es ein offenes Geheimnis, dass beispielsweise Antivirenhersteller die Computer ihrer Kunden gezielt mit Viren infizieren, um im Nachhinein ein neues Upgrade oder auch Booster ihres Produkts besser vermarkten zu können. Nach dem Prinzip erschaffe ein Problem und biete dann die Lösung an. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Willst du mich verarschen, Digga? Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Was hat das eigentlich mit... Digga, der sagt das einfach. Der sagt aber, wenn wir einen guten Job machen mit Impfstoffen, dies, das, bla, 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 können wir das um 10-15% senken. Wie jetzt? Der sagt quasi im Fernsehen, dass er Menschen töten will mit Impfstoffen. Und dann bist du Verschwörungstheoretiker, dass wenn der Bruder dann auf einmal bei Corona der maßgebliche Director ist von den Impfstoffen, dass der vielleicht einfach nur Menschen töten will, so, weißt du, wie ich meine? Oder Menschen unfruchtbar machen will, so. Yo. mRNA-Impfung tatsächlich auf sich. Bruder, wie können die sowas sagen? Jetzt ohne Spaß. Ey, Digga, das ist krass. Bro. Es geht nicht mal darum, wie können die sowas sagen. Für mich persönlich geht es darum, wie können die sowas sagen und die Menschen vertrauen diesen Leuten immer noch, weißt du, und sagen, nee, der will was Gutes für uns, ein Philanthrop. Protein, den Nanolipiden. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie sich die Substanz im Körper verteilt. Wir wissen nicht, wo es freigesetzt wird. Ja, in der Muskelzelle, aber sie verbleibt nicht dort, sondern sie verteilt sich im ganzen Körper. Aber wo genau? Wo findet die Aufnahme statt? Wie findet die Verteilung statt der Substanz? Wie der Umbau, wie die... Den Vortrag haben wir uns reingezogen, ist einfach viral gegangen auf meinem Kanal. Wie lange wird ein Spike-Protein gebildet? Wie viel davon wird gebildet? All die Fragen sind völlig unbekannt. Und zwar nicht nur für die mRNA-Impfung, wie über die wir heute reden, sondern für die gesamte mRNA-Technologie. Und deshalb ist es so erschreckend. Bester Mann, Digga, Stefan, Shoutouts. Wirklich erschreckend, als mich jener vorhin schon zitierte Arne Burkhardt vor etwa 2-3 Monaten anrief und sagte, Stefan, ich finde das Spike-Protein bei den Menschen im Gehirn. Das ist hart. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommt es dahin? Wir haben noch eine Blut-Hirn-Schranke, es wird doch aufgehalten eigentlich. Und da sagte er mir, nein, nicht in diesen Konzentrationen. Nicht in dieser Höhe der Konzentration, wie es bei diesen Menschen durch diese Gentherapie produziert worden ist. Und dann noch 8-mal geboostert. Tödlicher Cocktail. Sie haben ein methyliertes Uracil eingefügt in diese künstliche mRNA, damit sie möglichst
lange hält. Ich sage immer, sie wussten genau, was sie tun. Hier ist nichts dem Zufall überlassen worden, meine Damen und Herren. Der Körper ist umprogrammiert worden zur Produktion von bindenden Antikörpern bei Spike-Proteinen. Das können Sie sich ausrechnen. Dem Virus wird ein Vorschub geleistet. Die normale Immunantwort kommt deutlich später. Viel zu spät teilweise. Deshalb werden diese Menschen dann auch tatsächlich krank. Sie werden auch schwer krank. Und das ist ein Begriff, den nennen wir Antibody-Dependent Enhancement. Die Verstärkung einer Infektion durch Antikörper. Das ist Corona-spezifisch. Das heißt, es ist ganz wilde Sache, die da passiert ist. Ich sag euch, Freunde, wir befinden uns in sehr wilden, heftigen Zeiten so. Ich habe das gefühlt gehabt. Könnt ihr mir glauben oder nicht, ich hab's gemerkt so. Es ist krass, was da passiert ist. Es ist wirklich krass. Und ich glaube, die Auswirkungen von dem, was da passiert ist, die werden auch noch mehr klar werden. Und es werden immer mehr Menschen werden das sehen können. Wirklich mit Beweisen, handfest. Und so. Deswegen habe ich es auch so, deswegen war ich auch bereit dafür, zum Beispiel auch zu sagen, ey, scheiß mal jetzt auf Geld, auf Karriere machen, auf Reichweite und auf dieses ganze, diesen ganzen Scheiß, den man vorher die ganze Zeit gemacht hat. Ich habe gemerkt, wir kommen jetzt in Zeiten rein, wo es ist ein Krieg, es ist ein spiritueller Krieg zwischen Gut und Böse, Bro. Fertig aus. So. Und es wird immer offensichtlicher und es wird auch nicht besser werden. Und du musst dich fragen, auf welcher Seite willst du stehen? Und da kannst du nicht deinen Schwanz einziehen, weil du Angst davor hast, Sponsor zu verlieren, Digga. Dann bist du ein mieser Schwächling, Digga, und wirst früher oder später untergehen. Infektionsverstärkende Antikörper, die gebildet worden sind durch die mRNA-Gentechnik, durch die mRNA-Applikation. Und damit ist unser Immunsystem deutlich fehlgeleitet worden. Also die Menschen, die diese mRNA-Technologie nun auf den Markt werfen, hätten das wissen müssen. Die haben das gewusst. Nicht nur können, sondern müssen. Dieser verstärkende Effekt ist mehr als bekannt von der Swissmedic. Es sind zugelassene Covid-19-Impfstoffe, für die ganz früh gesagt wurde, sie bieten Fremdschutz. Sie erinnern sich vielleicht noch einmal, sterile Immunität. Sterile Immunität heißt die Unterbrechung einer Infektionskette. Das heißt, sie werden angesteckt, das heißt, sie bekommen das Coronavirus, sie vermehren es aber nicht mehr. Und sie können es keinem anderen Menschen mehr weitergeben. Dass dieser Irrtum, so würden Politiker sagen, oder ich sage Lüge, aufgedeckt wurde, ist mittlerweile, glaube ich, sonnenklar und niemand im Saal wird mir widersprechen, dass wir keinen Fremdschutz mehr haben bei dieser Art von Gentherapie. Ein großer Teil mittelschwere Nebenwirkungen haben. Und was wir vor allen Dingen beobachten, dass die keine Nebenwirkungen haben, dass sie jetzt ein, zwei Jahre später kommen, oder? Dass das sich reinschleicht in das System und langsam das System sich eingräbt und das System. Das ist das Abgefuckte dabei, dass das langfristige Nachwirkungen haben wird. Glaube ich auch, dass da noch mehr rauskommen wird, weißt du? Wir wissen jetzt noch gar nicht, wir sind jetzt ein paar Jahre danach. Wart mal 10 Jahre, 15, 20 Jahre ab, so, weißt du? Was da noch alles so für Schäden einhergehen. Es gab mal diesen einen Impfskandal auch von Bill Gates, der hat in Afrika auch Menschen impfen lassen, angeblich wegen irgendwelchen Malaria-Sachen oder so. Und dann wurde festgestellt, dass die ganzen Frauen, die sich impfen lassen haben, nicht mehr fruchtbar sind. Solche Sachen kommen dann raus, nach Jahren, weißt du? Untergräbt. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Leute mit zunehmenden Leberproblemen. Dazu haben wir uns auch ein Video reingezogen von Florian Homm zum Beispiel. Der hat ein Video gemacht, da gab es Ärzte, die eine Prognose gemacht haben, welche Krankheiten nach diesem Impfskandal quasi mehr werden werden. Unglaublich ist dieser Verlust an Kurzzeitgedächtnis. Bei den Geimpften kommt dieser Gedächtnisverlust langsam und wird immer mehr und immer mehr. Und ist wesentlich, wesentlich schwerer zu behandeln als der Gedächtnisverlust, den wir bei Corona selber schon hatten. Und die Müdigkeit, die chronische Müdigkeit. Dietrich Klinkert, kenne ich gar nicht. Corona-Ausschuss auch. Diese eigenartige Mischung aus Nebennierenschaden und Schilddrüsenbelastung, die sehen wir bei Corona und sind gut in den Griff zu kriegen mit ein bisschen Nebennierenunterstützung. Und ein bisschen Schilddrüsenunterstützung, aber bei den Geimpften ganz, ganz schwer. Es geht dann sofort in diesen Autoimmunprozess, wo die Leute plötzlich Antikörper haben gegen das eigene Nebennierengewebe
Und ach du Scheiße. Wo Dinge einfach voranschreiten. Autoimmungeschichten, die wir sehen, ist bei Covid aber auch der Haarausfall bei den Frauen. Ist ja ein riesen weltweites Thema, da spricht fast keiner drüber. Die Impotenz bei Männern, da spricht auch fast keiner drüber. Was? Wir Männer genieren uns da, oder? Und was uns aufgefallen ist, ist ein Teil meiner Tätigkeit. Und ich bin sehr beschäftigt seit vielen Jahren mit der Strahlenbelastung durch die Radiowellen vom Handysendefunk 3G, 4G, 5G. Und spannend war, dass dieser große Ausbruch der Erkrankung mit den akuten Krankheitsbildern war in diesem Ort Kirkland. Der Ort, der mit Stolz gesagt hatte in den Monaten vorher, ist der erste Ort in den USA, der voll mit 5G ausgerüstet ist. Und dann kamen also die ganzen armen Patienten in dieses Krankenhaus und da lag die Sterberate bei 60%. Das heißt, von 10 Leuten, die eingeliefert wurden, kamen nur 4 lebendig wieder raus. Und daraufhin, auf meine Anregung, gibt es 2 Studien, zumindest eine von Martha Habers, Professorin für Biologie, und von einer anderen Forscherin. Das ist krass, ja. Physikerin, die beide gezeigt haben, dass es einen riesen Zusammenhang gibt mit der Periode bleibt bei Frauen seit Impfung aus oder ist sehr unregelmäßig. Viele aus meinem Umkreis haben von gesundheitlichen Problemen seitdem berichtet. Der Strahlenbelastung von 5G. Der übertreibt seine Lage, oder? Inwiefern? Also ich meine, diese 5G-Recherche haben wir letztens auch gemacht. So. Dass das einen negativen Effekt auf unseren Körper hat, steht fest. Weißt du? Das sind Facts. Ich kenne diese ganzen Leute nicht, die hier gerade reden. Der ist auch wohl Teil des Corona-Ausschusses. Wie heißt er? Und der Dietrich Klinkhardt. Kann man mal ganz kurz gucken, was das für einer ist. Dr. Dietrich Klinkhardt ist Gründer der Klinkhardt Academy in den USA, der amerikanische Academy of Neurotherapy, medizinischer Direktor des Institutes für Neurobiologie und Klinikchef beim Sophie Health Institute, nähe Seattle, USA, sowie Gründer des Institutes für Neurobiologie, INK, in Stuttgart und Autor des Lehrbuches für Psychokinesiologie. Der Dr. Klinkhardt hält Vorlesungen an den Universitäten von Illinois, Utah, Washington D.C., Freiburg sowie an den medizinischen Fakultäten in Genf und Zürich. Er initiiert und wirkt bei wissenschaftlichen Studien mit, die sich mit Themen wie zum Beispiel psychischen Faktoren bei Schmerzerkrankungen, Schwermetallbelastungen, Autismus, Behandlungen von chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Borreliosen, beschäftigt und entwickelt daraus effektive Behandlungsmethoden, die sich auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse begründen. Dr. Dietrich Klinkhardt leitet die biologische medizinische Abteilung in der Swiss Bionhealth Clinic in Kreuzlingen, Schweiz. So, also scheint mir einer zu sein, der auf jeden Fall so medizinisch gesehen und wie man mit Studien umgeht und Krankheitsbilder untersucht, dies, das, psychische Effekte von Dingen und so auf jeden Fall auszukennen scheint. Weiß ich nicht, ob der gerne auch zu Übertreibungen neigt. Ich kenne diese ganzen Menschen nicht. Das Rate von Corona, oder? Es ist bekannt in der Wissenschaft, aber unter den Normalsterblichen nicht bekannt, dass hier ein riesen Zusammenhang besteht, den man nicht einfach wegverleugnen kann. Januar 23 teilt dann das Statistische Bundesamt mit, dass die Sterblichkeit in den letzten Wochen des Jahres 2022 über 37% hatte. Das ist also jetzt gerade Januar. ganz ja, frisch, Januar 2023. Ja. Das 37,2%. Das sind 7.240 Tote pro Daten des Statistischen Bundesamt Destatis zeigen, dass die in Deutschland die Übersterblichkeit in den letzten Wochen des Jahres 2022 bei satten 37,2% lag. Ach du Scheiße. Dies bei einer 78%igen Erstimpfung bzw. einer 76%igen Zweitimpfung. Dies entsprach 27.436 Todesfällen, das heißt einer Übersterblichkeit von 7.240 pro Woche. Im Vergleich beträgt die aktuelle Zahl der Todesverdachtsfälle in EU 7.000 Kinder, USA 276 und Welt 5 Millionen. Logische Folge, sofortige Aussetzung des Impfstoffes aufgrund der schwerwiegenden Schäden. So, es gibt einige Länder, die den Impfstoff verboten haben, nach diesen Daten. Die extra, die also über dem Schnitt liegen. Übersterblichkeit. Aus meiner Sicht kann man es wie folgt bewerten. Wer sich dem Impfangebot verweigert, verletzt sogar das moralische Gebot des kategorischen Imperativs im Sinne von Immanuel Kant.
solche Verweigerung könnte nie die Maxime des Handels für uns alle sein. Guckst du dir an, Bro. Wenn wir uns alle weigern würden, die gut erforschte und nebenwirkungsarme Impfung zu nutzen. Gut erforschte, nebenwirkungsarme Impfung. Du hast gelogen, Bro. Du hast dafür gesorgt, dass Menschen sterben. Bete. Finde zu Gott zurück und bete, Bro. Um uns selbst und andere vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen, würden wir die Pandemie wahrscheinlich nie beenden können. Des Weiteren gibt es ganz konkrete Hammerhart. Hinweise aufgrund der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus, dass tatsächlich Manipulationen stattgefunden haben und dass hier Coronaviren an menschliche Zellrezeptoren angepasst wurden und durch Einbau einer sogenannten Furinspaltstelle tatsächlich auch das leichte Eindringen in menschliche Zellen ermöglicht haben. Boah, das ist jetzt heftig, Digga. Was? Professor Dr. Roland Wiesendanger. Danger. Welt? Unten links steht Welt? Was? Wahrscheinlich nie beenden können. Des Weiteren gibt es ganz konkrete Hinweise aufgrund der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus, dass tatsächlich Manipulationen stattgefunden haben und dass hier Coronaviren an menschliche Zellrezeptoren angepasst wurden. Das Danke, Herr Man, wie jetzt? Das heißt doch auf Deutsch quasi jetzt gerade, dass die Coronaviren bewusst angepasst wurden, damit die besser in den Menschen eindringen können. Und durch Einbau einer sogenannten Furinspaltstelle tatsächlich auch das leichte Eindringen in menschliche Zellen ermöglicht haben. Das haben tatsächlich schon Anfang 2020 führende Virologen weltweit, darunter auch zwei Nobelpreisträger aus Frankreich und USA, geschlossen. In der Welt habt ihr das gezeigt? Jetzt kommen hier die Experten. So ein Quatsch. Ich bin selber Arzt und sage dir, dass die Impf... Bruder, komm. Komm, Bro. So ein Quatsch. Ich bin selber Arzt und sage dir, dass der Impfstoff keine Auswirkungen auf die menschlichen Zellen haben. Der Typ ist Physiker, kein Arzt. Hä? Der hat doch gar nicht gesagt, dass es einen Einfluss auf menschliche Zellen hat. Der hat doch gerade nur gesagt, dass der Virus bewusst angepasst wurde, damit er besser in Menschen eindringen kann. Keiner sagt dir auch, dass das stimmt. Wir gehen davon aus, wir sagen, krass, wenn das stimmen würde, wäre es heftig. Und das heißt also, dass wir davon ausgehen können und müssen, dass es sich hier um einen Laborunfall handelt. Digga, das sind auch Fakten, Bruder. Das ist mittlerweile belegt, dass das Virus aus dem Labor gekommen ist, so. Aus China. Wie willst du dem widersprechen, du Arzt? Übrigens, wusstest du eigentlich, dass es praktisch möglich ist, durch DNA-Sequenzierung ganze ethnische Bevölkerungsgruppen mit sogenannten Ethnobomben biologisch zu eliminieren? Oh shit. Bruder, jetzt sind wir ganz tief drin. Aluhüte auf! Nun gut, nächstes Thema. Hast du eigentlich schon mal etwas von Designerbabys gehört? Stell dir vor. Ja, habe ich auch schon gehört. Du bekommst eine Art Menükarte, auf der du dir dein Wunschbaby frei gestalten kannst. Das gibt's wirklich. Du kannst die Größe, die Augen und die Hautfarbe oder sogar den IQ deines Babys auswählen. Oder doch lieber ein. Gibt's das schon oder versuchen die es nur? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es da schon Modifizierungsmöglichkeiten gibt, aber so in dem Ausmaße, dass du dir das so aussuchen kannst, mäßig, habe ich noch nie gehört. Wird das schon gemacht? Schon von dir selbst. Ein Mini-Me im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wie ist es mit der Idee, dass du als Mutter nicht 9 Monate ein Baby im Bauch mitschleppen musst, um dann schließlich noch die Qualen der Geburtswehen zu erleiden? Die züchten das, ne? Die wollen das züchten, das habe ich auch schon gesehen. Geschweige denn die körperliche Verunstaltung nach... Im Labor. Geburt. Was hältst du davon, dass dein Baby sicher und wohlgehütet in einer sogenannten Kapsel, einer künstlichen Gebärmutter heranwächst? Das ist krass, guck mal. Kybernetik. Forschungszweig der Kybernetik ist heutzutage in der Lage, hoch... Hast du das Bild gesehen? Guck mal, stell dir das mal. Guck mal, Digga, wie... Das ist Matrix, Bro.
Ich sag doch, Matrix war eine Dokumentation. Guck dir das an. Der Forschungszweig der Kybernetik ist heutzutage in der Lage, hochtechnisierte Hand-, Arm- oder Beinprothesen an das Nervensystem anzuschließen, die von der Bewegungsfähigkeit und Steuerbarkeit kaum noch von den Leistungen menschlicher Organe zu unterscheiden sind. So bezieht sich des Weiteren das sogenannte Internet of Bodies auf die Integration von technologischen Geräten und Sensoren in den menschlichen Körper, um biometrische Daten zu erfassen, zu überwachen und zu analysieren. Es handelt sich um einen Teilbereich des Internet of Things, der speziell auf den menschlichen Körper und seine Interaktion mit der digitalen Welt abzielt. Es umfasst eine Vielzahl von Anwendungen und Technologien, darunter die uns bereits bekannten Geräte wie Fitness-Tracker und Smartwatches, aber auch implantierbare Geräte wie Herzschrittmacher, neurologische Implantate und die zuvor erwähnten kybernetischen Prothesen. Da bin ich, da bei dem Thema, da bin ich jetzt, so, da mache ich mich wieder ein bisschen auf, so, weißt du, da bin ich ein bisschen mehr open-minded. Bei diesen ganzen anderen Sachen, die wir vorher gehört haben, bin ich extrem skeptisch. Ich lasse keine Babys züchten, ich lasse meine Babys nicht genetisch manipulieren oder beeinflussen oder so. Aber wenn ich, sagen wir mal, keine Ahnung, Alter, darüber nachdenke, dass zum Beispiel mein Kind ein Bein fehlt, wenn es geboren wird, Beispiel jetzt so, dann ist es schon eine geile Sache, dass man mittlerweile Prothesen hat, die wie ein anderes, wie ein Bein funktionieren, sodass der ganz normal laufen kann und die Sport machen kann und diese ganzen Sachen, so, weißt du? Da bin ich schon so, da sage ich schon, bis zu einem gewissen Maße ist das schon positiv, finde ich. Diese Geräte erfassen kontinuierlich Daten über den Zustand des Körpers, wie zum Beispiel Herzfrequenz, Blutdruck, Hirnaktivität und andere biometrische Parameter. Die gesammelten Daten werden automatisch drahtlos an Cloud-Plattformen oder andere internetbasierte Systeme übertragen. Das ist halt wild dann, weißt du, wenn die so gekoppelt sind mit AI und so eine Sachen. Behörden könnten beispielsweise künftig mit der Fernüberwachung und einem Rating-System die Krankenkassenbeiträge individuell je nach Gesundheitszustand entsprechend einstufen und neu berechnen. Das ist krass, ne? Weil wir haben ja schon angefangen mit diesen Corona-Warn-Apps und so, dass wir uns daran gewöhnen, unsere Gesundheitsdaten in Apps hochzuladen. Dann können irgendwelche Krankenkassen den Beitrag berechnen. Oder du hast einen Herzschrittmacher drin und die überwachen mit diesem Herzschrittmacher dein ganzes Innenleben quasi und wie deine Organe funktionieren und sagen dann, oh, der Bruder hat viel geraucht, seine Lunge sieht nicht mehr gut aus, Krankenkassenbeitrag wird nach oben geschraubt. Wie ich schon, wie das läuft. We're developing through technology an ability for consumers. Boah, da kommen so viele Sachen auf uns zu, ne, in naher Zukunft. Also diese ganze Entwicklung wird auch schneller gehen, als wir denken. Und man muss halt echt vorsichtig sein. Und ich appelliere an den Menschen einfach, dass ihr auf euer Herz hört, so. Dass ihr viel betet, dass ihr meditiert, dass ihr in eurer eigenen Mitte drin bleibt und vor allen Dingen bewusste Menschen seid, sodass ihr fühlen könnt, was richtig oder falsch ist, so. Und euch nicht von außen einfach zu krass beeinflussen oder voll labern lasst, dass ihr gewisse Dinge tun müsst. To measure their own carbon footprint. What does that mean? That's, where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Individual carbon footprint tracker. Das ist dann auch der nächste Film, so klimawandeltechnisch. So, dann hat jeder seinen eigenen individuellen CO2-Ausstoß am Start und dann wird danach, ey, Digga, scheiße, bro. Das sind halt alles Dinge, die kann man positiv verkaufen, weißt du? Man kann die Dinge positiv verkaufen und das machen die auch die ganze Zeit. Aber wenn du nur ein, zwei Schritte weiter denkst, dann kommst du halt doch ganz schnell auf Ideen, wie man das auch negativ nutzen kann. Quasi gegen den Menschen und gegen unsere Freiheit. Deswegen ist es schon sehr, sehr wild, ja. Kontext ist auch die Brücke vom digitalen Impfpass zu den aktuellen Debatten um die sogenannte E-Patientenakte erwähnenswert. Viel weniger Dokumentation, mehr Daten, mehr Sicherheit. So, da sind wir jetzt gerade. Das ist nämlich immer der Film. Sicherheit. Es wird uns als Sicherheit immer verkauft. Was euch bewusst sein muss, je mehr Sicherheit, je weniger Freiheit. Automatisch. Widerspricht sich. Ist eine Waage. Gleichzeitig werden diese Daten auf Vollständigkeit elektronisch überprüft. Viel weniger Fehler. Einfach. So, Digga. Einfacher, weniger Fehler, mehr Sicherheit, meine lieben Freunde. Ist alles geil, Digga. Der Karl kann das schon echt gut verkaufen, ne? Vor allem, weil er auch so gesund aussieht. Also wenn er über Gesundheit redet und so, das ist schon echt sehr, 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 sehr authentisch, finde ich immer. Am authentischsten fand ich es bis jetzt, wo er über Gras geredet hat. Sieht doch aus wie einer, der mal damals im Studentenwohnheim mal den ein oder anderen durchgezogen hat, oder?
auf Seite. In einem Satz gesagt, eine bessere, effizientere Medizin. Darüber hinaus bezieht sich das übergeordnete Internet of Things auf ein Netzwerksystem von physischen Geräten, die mit Sensoren, Software und Konnektivität ausgestattet sind. Konnektivität in den Männer, da und los. Um Daten zu sammeln, auszutauschen und zu verarbeiten. Das Hauptziel ist die vollständige Verbindung der physischen mit der digitalen Welt. Vom Smartphone zum Smart Home bis hin zur Smart City, in der alles miteinander vernetzt ist. Übrigens wird auch in diesem Zuge das Thema hinsichtlich... Das wird halt auch so, guck mal, diese Neugier, diese Technik-Neugier, die in uns Menschen und gerade Männern auch verankert ist, wird halt auch extrem ausgenutzt bei diesen ganzen Sachen, ne? Weil wir sind alle so technisch interessiert. Ich war auch immer so technisch immer sehr interessiert, so, weißt du, wie ich meine? Und geil, technische Entwicklung und so heftig, dies, das, bla bla bla. Also war immer auch so, dass das einen interessiert und das wird natürlich auch ausgenutzt irgendwie, glaube ich, ja? Dass wir Menschen halt begeisterungsfähig sind, was technische Entwicklung und so angeht, weißt du? Der Abschaffung des Bargelds und dem digitalen Euro immer konkreter. Mit Brain Internet ist Forschern seit einigen Jahren auch gelungen, das menschliche Gehirn erfolgreich mit dem Internet zu verbinden. Die Gehirnaktivität wird mittels eines EEGs erfasst und werden diese Daten dann über eine drahtlose Verbindung per Livestream in Echtzeit übertragen. What the fuck? Der US-Neurowissenschaftler Nuno Martins veröffentlichte eine Studie. Nuno Martins, na Mann? In der es Nanoroboter sogar ermöglichten, nicht nur die elektromagnetischen Impulse der Nervenzellen in digitale... Ist ja auch eigentlich was Gutes, man sollte dabei nur halt kein Idiot sein. Ja, ja, also ich sag auch, guck mal, das ist doch dieser Typ gerade, der sich auch verjüngert, oder? Der sieht genauso aus wie der, das ist doch der, oder nicht? Ich sag auch, technische Entwicklung an sich ist erstmal nicht negativ, weißt du? Das Problem ist nur, wenn es gewisse Menschen gibt, die diese technische Entwicklung ausnutzen, um uns Menschen zu kontrollieren, das ist eigentlich so das Ding. Wenn wir, guck mal, wenn wir regiert werden würden, ich weiß gar nicht, ob Menschen überhaupt regiert werden sollten, ne? Meiner Meinung nach so. Ich finde, wir sollten alle mehr oder weniger frei sein und unser Leader sollte derjenige sein, der das größte Herz hat, den die meisten Menschen vertrauen. So. Der dann eventuell mal die ein oder anderen Entscheidungen trifft. Das ist so meine Perspektive, ne? Aber, wenn wir beherrscht werden von Menschen, die uns weiterhin beherrschen wollen und diesen Leverage über uns nicht abgeben wollen, dann wird diese ganze Entwicklung halt so genutzt, um uns noch mehr zu beherrschen und zu kontrollieren. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja eher das Problem. Es geht eigentlich gar nicht um die technische Entwicklung, sondern es geht darum, wer diese technische Entwicklung nutzt und wer uns beherrscht, so quasi. Alle Zukunft. Ich kann auch von überall auf der Welt mein Apartment mit dem Handy steuern. Stark. ...und zu übermitteln, sondern auch umgekehrt. Es könnte uns zukünftig sozusagen ermöglichen, in die Gedankenwelt, die Erinnerungen oder auch den Emotionen unserer Mitmenschen einsehen zu können. Consider this. The average person thinks thousands of thoughts each day. As a thought takes form, like... I think it's millions of thoughts, no? A math calculation. You're happy, you're tired, you're hungry. You're elated. Neurons are firing in your brain, emitting tiny electrical discharges. As a particular thought takes form, hundreds of thousands of neurons fire in characteristic patterns that can be decoded with EEG or electroencephalography and AI powered devices. In fact, what you're seeing here is my brain activity while I'm wearing a simple device like the one on the right. We're not talking about implanted devices of the future. I'm talking about wearable devices that are like Fitbits for your brain. Fitbits for your brain. Hat dir das nicht so schön erklärt, dass wir alle jetzt gerade Bock darauf haben? It used to be that there was very little we could tell from EEG activity. But already, using consumer wearable devices, these are headbands, hats that have sensors that can pick up your brainwave activity, earbuds, headphones, tiny tattoos that you tiny tattoos behind your ear die man hinter seinem Ohr tragen kann. Bruder, geil, Alter, ich hab richtig Bock gerade. We can pick up emotional states like are you happy or sad? Wie schön die auch lacht beim Reden, ne? Das gibt einem direkt so, ey, ich will jetzt das haben so. Sad or angry. We can pick up and decode faces that you're seeing in your mind. Simple shapes, numbers, your PIN number,
to your bank account. It's not just your brain activity here that we can pick up. We can also pick up your brain activity in different places, like as your neurons fire from your brain down your arm and send signals to your hand to tell you how... Hört sich super an. Keine weiteren Fragen. Safe. Ich bin voll drin gerade. Die verkauft mir das sehr gut. Type, move. All of that can be decoded through electromyography. And that's what you're seeing here is a device... Electromyography. Now, in the form of... Das ist ein krasses Wort, ne? Electromyography. 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 And that's what you're seeing here is a device now in the form of a simple wearable watch that can pick up that activity. And one of the pivotal acquisitions of the field, Meta acquired this company, Control Labs, in 2019 because major tech companies are investing... and helping to make these devices universally applicable as Zuckerberg, Meta. The way in which we interact with the rest of our technology. In fact, the coming future, and I mean near-term future, is these devices being the primary way in which we interact with all of the rest of our technology. Rather than a mouse or a keyboard, you can simply swipe with your mind. Simply swipe with your mind, Diggi. Digga, das ist schon krass, ne? Bro. So Videos schneiden, wie ich jetzt hier gerade sitze, so. Digga, das reizt halt, weißt du, wie ich meine? Sag ich dir ehrlich, ja. So sitzen, Videos schneiden. Mit Denken einfach so. Move your hand more seamlessly when you're in VR or AR. Use your brain as the way in which you interact with all of the rest of your technology, which is an exciting and promising future. Es gibt auch bereits einige experimentelle Erfolge bei der Emulation neuronaler Schaltungen und Netze. Whole Brain Emulation bezieht sich auf den Prozess, bei dem ein menschliches Gehirn in einen Supercomputer oder eine andere künstliche Struktur übertragen wird, wodurch eine Simulation des Gehirns entsteht. Die Idee dahinter ist es, das menschliche Bewusstsein und die Persönlichkeit eines Menschen auf diese Weise zu rekonstruieren und aufrechtzuerhalten, selbst wenn der physikalische Körper vergeht. Es gibt außerdem Fortschritte in der Hirnforschung und Neurotechnologie, die in naher Zukunft der Klaus und so, die haben ihr Gehirn safe schon hochgeladen. Ermöglichen könnten, das menschliche Bewusstsein vollständig in einem Avatar und einer simulierten... Stell dir vor, Digga, du stirbst, dein Gehirn ist hochgeladen und der zieht immer noch seine Pläne durch hier auf der Erde. Bro. Was passiert dann bei sowas, frage ich mich auch so ein bisschen, weißt du? Was passiert mit der Seele? Ey, Frage in den Chat, was denkt ihr, wer glaubt, dass wir Menschen eine Seele haben? Eins in den Chat. Jetzt mal wirklich, macht mal bitte mit. Wer von euch denkt, dass wir eine Seele haben? Okay, zweite Frage. Wer von euch glaubt, dass die Seele was wiegt? Wiegt die was? Ist die physisch zu einem gewissen Teil? Meinst du Gewicht? Ja, Gewicht. Eins für ja, zwei für nein. Keine feste Meinung. Okay. Was denkt ihr, wo ist die Seele? Wo ist die? Wo sitzt die? Sitzt sie an einem bestimmten Punkt in unserem Körper? Bewegt sie sich durch den Körper durch? Oder sitzt die irgendwo? Wo ist die Seele? Wo ist die? Wie stellt ihr euch das vor? Zirbeldrüse, drittes Auge. Zirbeldrüse. Die sitzt außerhalb der Erde. Oh, Hippocampus. Vielleicht in der Zirbeldrüse. In den Hoden. Fühl ich? Undefinierbar. Nee, das ist ja alles hier Gedankenexperiment. Das ist einfach nur, was ihr denkt, Mann. Digga. Keiner von euch muss mir das jetzt wissenschaftlich erklären. Das ist Feinstoff. Kein Plan. Schätze im ganzen Körper. Herz, Bruder. Ja, Herz vielleicht. Okay, nächste Frage. Wenn ich jetzt mein Gehirn hochlade ins Internet und dann noch diese, das, was wir leider überwiegend machen, nur in den Gehirnaktivitäten leben quasi und nicht keinen Kontakt mehr richtig zu seiner Seele haben, so, ne? Aber was glaubt ihr, wenn das Gehirn hochgeladen ist? Und du stirbst. Was passiert dann mit deiner Seele? Die Seele soll angeblich 21 Gramm wiegen. Die Seele ist der Lichtkörper, der größer ist als der physische Körper.
bist du kein Mensch mehr und unterbrichst deine geistliche Evolution. Wow, sie geht weiter. Die Reise geht weiter. Aber glaubt ihr nicht, dass das einen Effekt hat, wenn wir sowas tun würden? Wenn wir unseren, und das, diese menschliche Erfahrung, die wir gemacht haben, hochladen irgendwo und die nicht mehr beendet werden kann quasi. Das ist nämlich so, ich denke, ähnlich wie Deus. Ich glaube, damit verursachst du was, was nicht gut ist, Digga, irgendwie. Ich weiß nicht, ob du dich damit selber quasi limitierst oder irgendwie davon abhältst, weiterzugehen so ein bisschen, weißt du? Wer an Gott und Teufel glaubt, meiner Meinung nach, das wäre teuflisch, Digga. Und ich glaube dafür, ja, wirst du nicht bestraft, aber weißt du, wie ich meine? Da, ich glaube, das hat dann irgendeinen Effekt. Man sollte nicht Gott spielen, ja, das meine ich gerade. Siehst du, das ist nämlich wieder dieses teuflisch-materialistische Weltbild, was die meisten Menschen heutzutage haben. Und die denken dann, dass wenn die für immer in dieser materiellen Welt leben können, dass die dann was gewonnen haben und über anderen Menschen stehen, die sterben. Aber ich glaube, andere Menschen, die wirklich sterben dann und diese eine Erfahrung hier dann durchgespielt haben quasi, dass die auf jeden Fall nach dem Tod noch etwas erwartet, so weißt du? Und ich glaube halt, wenn du versuchst, das unendlich also rauszustrecken, so, dann schadest du dir damit eher. Keine Ahnung. Ist crazy, darüber nachzudenken und zu philosophieren, aber irgendwie auch spannend, oder, Freunde? Realität zu übertragen. Ähnlich wie... Angenommen, der Charakter wird hochgeladen, ohne Seele, wird er nicht mehr fühlen können und so weiter. Das ist dann ein leerer Charakter sozusagen, ohne Tiefe und Emotion und Empathie. Ja. Ja. Halt wie ein Roboter dann, ne? Ist halt dann nichts Menschliches mehr. Macht Sinn. Dem gleichnamigen Spielfilm von James Cameron oder auch dem deutschen Film Die Welt am Draht von Fassbinder, basierend auf dem Roman Simulacron 3 aus dem Jahre 1964, wodurch auch die Matrix-Filmreihe ursprünglich inspiriert wurde. With all the current issues on our agenda. Digga, lern mal richtiges Englisch, Junge. We tend to forget that we are in the midst of the force. The Force, that we are in the midst of the forced global generalization revolution. Ja, Kelp. Industrial Revolution, which accelerates global change. Which accelerates global change. In much more comprehensive and fast. Comprehensive. Digga, was mit... Echt, Alter? Ich hab gedacht, der kann normal Englisch reden, der Kelp. ...than the previous three revolutions. The previous revolution. And you see, the difference of this forced industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you if you take a genetic editing. Right. Der bräuchte mal ein Sprachpaket-Update, Digga. Ah, jo, Bro. Der braucht definitiv ein Update. Was geht hier ab? Juval, mach mal Update bei Klaus. It's you who are changed. Yeah, and of course this has... No, it's not, bro. It's my human body, maybe, but it's not my soul. Impact on your identity. We need to realize that... Da wäre ich gerne dabei gewesen in der Diskussion. Also mittlerweile könnte ich auch... Also den könnte ich debattieren auf Englisch auch. Aber generell, ich könnte, glaube ich, mittlerweile echt gut auch auf Englisch debattieren. So, ich bin fast drin. Forced Englisch, so. Humans are now hackable animals. You can hack them. Der Bruder hat freigesprochen und Bilder benutzt. So, das war, so habe ich geredet noch, wo ich hierher gekommen bin nach Tulum. Ich will jetzt hier nicht auf hart machen, ne? Kegel it in, Alter. Ich will hier nicht auf hart machen, so. Mein Englisch war echt trash, wo ich hierher gekommen bin. Also, ja. Können wir gleich mal reingucken. Meine erste Umfrage, die ich hier gemacht habe. A good two-way communication system, direct communication system between brains and computers, this is kind of the watershed moment. I mean, once you have a good two-way, nobody has any idea what happens after that. Well, I think maybe in a couple of decades, when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. And if this was the moment when everything became monitored. The question now is, war das beabsichtigt so geplant?
Und der Juval sagt, nee, das natürlich hat sich das so entwickelt. That we agreed to be surveyed all the time, not just in authoritarian machines, but even in democracies. And maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Digga, this was the moment where surveillance started going under the skin, bruv. Was willst du mir damit gerade sagen, Digga? Wie jetzt? Hat das da angefangen? Was jetzt? War da irgendwas in der Impfung drin, was ich nicht weiß, Majutsta? Oder meinst du die Chips? mRNA, glaube ich, ne? Digga, die erzählen uns, was läuft, ja? Bro, stell dir raus, irgendwann kommt raus, dass in dieser Impfung irgendwelche Überwachungs kleinen Nanochips drin waren, wie manche Verschwörungsmystiker gesagt haben. Dann muss aber jeder Wissenschaftsfanatiker endlich mal die Schnauze halten, so. Aber das wird nicht passieren, weil die nicht mal jetzt eingestehen wollen, dass die Impfung eigentlich oder die ganze Corona-Situation, wie die herbeigeführt wurde, ein totaler Menschheitsscam war, so, weißt du? Nicht mal nach RKI-Dokumenten und wenn die auch ungeschwärzt veröffentlicht werden, so, das geht einfach keinen mehr. So crazy. I think that the big process that's happening right now in the world is hacking human beings. The ability to... Yo! Humans. To understand deeply. Der Moderator sitzt da und nickt einfach so. Gib dir das mal. Hacking human beings. The ability to hack humans. To understand deeply what's happening within you. What makes you go. And for that, the most important data is not what you read and who you meet and what you buy. It's what's happening inside your body. So we had these two big revolutions, the computer science revolution or the infotech revolution and the revolution in the biological sciences. And they are still separate, but they are about to merge. History is truly... Hey! Wie können die den ernst nehmen, wenn der so redet, yo? What the fuck? At a turning point. We do not yet know. History is truly. History is. But they are about to merge. History is truly. Is truly, sagt er. At a turning point. We do not yet know the full extent and the systemic and. Structural changes which will happen. Boah, das ist ein richtiger Krampf, Digga. Structural. However. Do know that global energy systems. Bro, langsam glaube ich, dass es KI ist. Das ist doch nicht ernst. Der verarscht uns doch. Food systems and supply chains will be deeply affected. Nun, das, was wir in diesem Video thematisch angerissen haben, ist lediglich die Spitze des Eisbergs. Wir können stark davon ausgehen, dass... Aber du hast schon einiges ausgepackt, Majutsa. Also das Video war echt wild. ...das Thema des Transhumanismus und auch die künstliche Intelligenz insgeheim viel fortgeschrittener sind. Wow, Alter, wie viele Themen der mit reingeworfen hat, ne? In welche Richtungen das alles gegangen ist, so heftig. ...wie sie nach außen mit... Es ist truly crazy, Alter. ...Öffentlichkeit kommuniziert werden. Die modernen Technologien, die uns als Otto-Normalbürger zur Verfügung stehen und vermeintlich unseren Alltag erleichtern sollen, sind oftmals nichts weiter als Spionagetools mit einem gewissen Unterhaltungsfaktor. So werden wir langsam aber sicher an zukünftige Tatsachen herangeführt und damit vertraut gemacht. Nichts, wo ein Milliardengeschäft dahinter steckt, ist aus Jux und Tollerei entstanden. Wie du bestimmt schon bemerkt hast, befinden wir uns aktuell in einer... The Force Industrial is truly visual. Transformationsphase der Ökonomie und der Gesellschaft im Allgemeinen. Könnte es auch nicht sein, dass die Digitalisierung und die Vernetzung der Welt seit Tag 1 immer... Französisch spricht er fließend, aber Englisch wie ein Sondier-Rindman, Alter. Ja, aber man muss ganz klar sagen, französische Aussprache ist aber auch näher an der deutschen dran als englische Aussprache, so. Die meisten Deutschen haben da so ihre Probleme, gerade mit the zum Beispiel. The, die sagen immer the, the car. The car is red. Mit diesem the und ready mit dem R und so. Genauso haben die Amis auch ein extremes Problem mit unserer Aussprache, so, weißt du, wie ich meine? Da muss ich ihn jetzt teilweise ein bisschen in Schutz nehmen, weißt du, wie ich meine, der Arme.
totalitäres Überwachungssystem zum Ziel hatte. Stell dir vor, ein soziales Punktesystem, gestaffelt nach der Gehorsamkeit des Bürgers. Wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder hast du etwas zu verbergen? Hast du was zu verbergen? Hätte voll Bock auch mit Streamen anzufangen, aber ohne Video wahrscheinlich, hahaha. Du fühlst das voll, ne? Ich hab das schon gemerkt bei dir. Mach mit Video, scheiß drauf. Hör auf dein Gefühl. Keine Hemmungen, keine Angst. Ich schäme mich oder so ein Shit. Wenn Herz sagt, zieh einfach durch. Das kann morgen vorbei sein. Tu es einfach. Die zweijährige Pandemie hat uns auch beiläufig als soziales Experiment erschreckenderweise vor Augen geführt, wie womöglich auch die Propagandamaschinerie einst unter dem Nationalsozialismus funktioniert haben müsste. Zanelli, ich küsse dein Herz. Gute Nacht. So einfach es auch war, renommierte Wissenschaftler oder auch Andersdenkende von heute auf morgen zu Schwurblern zu diskreditieren und Diffamierungskampagnen auszusetzen. Ganz starke Jungs eingeblendet hier gerade. So wird es noch einfacher sein, sie künftig zu Staatsterroristen zu erklären und an den Galgen zu bringen. Die Auslese der Besten ist die Auslese der Gehorsam. Wild. Wild. Wow, ganz wildes Video, ja. Ganz, 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 ganz wildes Ding hier, oder? Tschüss. Boah, wie lange haben wir darauf reagiert jetzt? Das hat schon lange gedauert, ne? Mit der Reaktion noch dazu? Yo! Schreibt eure Gedanken dazu natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Crazy Ding auf jeden Fall. Und ja, man, haltet die Ohren steif. Steckt den Kopf trotzdem nicht in den Sand. Das ist für mich ein ganz wichtiges Statement. So. Ja, die Entwicklung ist crazy. Ja, die kann auch angsteinflößend sein. Aber wir müssen uns davon nicht beeinflussen lassen. Wir müssen daraus nicht resultieren quasi, dass die Welt am Arsch ist und dass alles böse ist und so. Nein, was wir daraus schließen sollten ist, dass wir eine noch größere Aufgabe haben, noch mehr Liebe in die Welt zu tragen, Menschen noch bewusster zu machen, dass wir das alles bewusst auf dem Schirm haben und als Menschheitsfamilie dagegen steuern können. Solange wir nicht mitmachen, ist alles gut. Solange wir das tun, was richtig ist, ist alles gut. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out.